provisorisch erhalten und renovierungsbedürftig. So kommen sie daher, die Stadthalle und das Rathaus in Eschborn. Der Gebäudekomplex aus den späten 60er und frühen 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts soll abgerissen und neu gebaut werden. Bei mehreren Rundgängen mit Fachleuten konnten und können sich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt informieren und den Zustand der städtischen Gebäude begutachten. Eines wird dabei sehr schnell deutlich: Die Stadthalle und auch das Rathaus entsprechen nicht mehr modernen Ansprüchen. Hauptproblem: die Gebäudesicherheit. So können etwa Brandschutzbestimmungen nur noch äußerst schwer eingehalten werden. Und das geht natürlich auf Kosten der Sicherheit. Bei Sicherheitsprüfungen drücken die zuständigen Kontrollbehörden deshalb regelmäßig beide Augen zu, so wie etwa bei diesem Kabelschacht in den Katakomben der Stadthalle, der gleichzeitig auch noch als Entlüftungsschacht herhalten muss. Und solche Beispiele gibt es hier viele. Ein Rettungsweg etwa, der halb mit Stühlen zugestellt ist. Ein Aufenthaltsraum für sämtliche Rathausmitarbeiter, der seinem Namen bestenfalls spottet. Ein Sanitätsraum, der eigentlich keiner ist, sondern nur ein Teil des Kellerflurs. Und. Die Folge? Gerade bei Veranstaltungen in der Stadthalle müssen stets Sonderauflagen erfüllt werden. Weniger Besucher, zusätzliches Sicherheitspersonal und so weiter. Die absolute Krönung der Renovierungsbedürftigkeit findet sich jedoch im EDV-Keller des Rathauses. Sämtliche Daten und Informationen des Einwohnermeldesamtes und der Stadtverwaltung laufen hier zusammen. Was ja auch nicht weiter schlimm wäre, wenn der Hauptwasseranschluss von Rathaus und Stadthalle nicht im selben Raum endete. Ein Wasserrohrbruch an der falschen Stelle wäre also, gelinde gesagt, eine gigantische Katastrophe. Weiteres Problem: die veraltete Technik beider Gebäude. So ist etwa der Hubboden unter dem Veranstaltungsraum kaum noch zu bedienen. Jedes Ersatzteil muss einzeln sonderangefertigt werden, da es die Firma, die den Hubboden einst konstruiert hat, schon lange nicht mehr gibt. Kurzum, die Stadthalle ist insgesamt nicht für größere Veranstaltungen geeignet, ebenso wenig wie die Bühnentechnik. Auch die Heizungs- und Belüftungsanlage lässt schwer zu wünschen übrig. Hauptproblem: mit der Konstruktion ist es immer nur möglich, Stadthalle und Rathaus gleichzeitig zu heizen. Und was viele Eschborner gar nicht wissen, der Gebäudekomplex ist derart schlecht gedämmt, dass es im Winter auf dem Vorplatz des Rathauses immer ein paar Grad wärmer ist als im Rest der Stadt, weil ein Großteil der Wärme ungenutzt nach außen fließt. Und so gibt es den Wunsch, mitten im Herzen Eschborns einen modernen Gebäudekomplex entstehen zu lassen, der für die Menschen da ist und wieder mehr Leben in die Stadt zieht.